Spiel, Junge, was piekst du denn hier so hoch? You cannot do that, man. Guck dir nochmal nicht. Oh. Das ist auch noch so eine eklige Badget-Art, ne? Ja, das ist ach du, ich glaube, wir können das nicht fighten. Digga, ey, wo, das Paint ist so witzig. Guck mal, wo der meine Cupola getroffen hat, der VZ. Dass das durchschlägt, ist halt ein absoluter Witz, ne? Die äußersten Ränder. Das sollte überhaupt keinen Damage machen. Ach komm. Ist fein, ich glaube dich so noch jetzt. Jetzt kommt der 705er hier hoch. Ja, und den können wir vielleicht als Meat Shield nutzen. Mhm, das wäre ganz gut. Mann. Ja, der VZ zieht sofort zurück, weil er weiß, oh, den penne ich nicht. Der hat keinen Pickel oben drauf. Fährst du rüber? Dann versuche ich das Ganze mal ein bisschen breiter zu machen hier drüben. Ja, er möchte hier sidescrapen. Warum sidescrapest du hier, mein Guter? Oh, da hat jemand nachgeladen im Gegnerteam. Oh Gott. Was denn? Ich vergesse jedes Mal, dieses OneDrive mal endlich zu deaktivieren. Dann nervt mich das im Stream und wenn ich nachher der Stream vorbei ist, dann habe ich es wieder vergessen. Wie er jetzt einfach reinkracht. Panzerung nicht geschlagen. Ich will eigentlich meine HP behalten, weil da hinten fahren noch diese. Da hinten fährt eigentlich noch das richtige Zeug durch die Gegend. Ich würde sagen, wir fahren mal wieder zurück zur Basis, oder? Ja, wir sollten nicht weiterfahren. Also wenn unsere Lights was aufmachen, wäre das natürlich nett, aber. Nee, wäre fertig. Bleib mal hier noch für ein, zwei Shots, du. Aber dann müssen wir definitiv zurück. Leopard. Der Jagdpanzer sitzt da auch. Oh shit, ich bin offen, du. Da steht noch. Obwohl, der Leo könnte mich gesehen haben. Was hat der Jagdpanzer vor? Dreht da einfach hin. Boah. Das schmeckt ihm aber. Ja. 13.05 macht ihn, oder? Super. Ja, klasse. Ja, dann, vor allem der Leo, der war kleines Bäumchen dort, oder kleines Steinchen, meine ich. Und dann auf einmal. Tot. Wie macht der? Ja, das sind die Leute, weißt du, die einschlafen, weil sie die ganze Zeit snipen und dann sind völlig überfordert, weil es keinen Plan gäbe, Plan B gibt, sie keine Gedanken machen, was passiert, wenn sie aufgehen. Ich versuche hier hinten in die Senke reinzukommen. Ja, okay, dann bleibe ich vorne. Ich sollte das geschwindigkeitsmäßig schaffen. Ja. Ich überlege sogar weiter hinten zu bleiben. Wir können halt flankiert werden. Boah, die Grille aber hier gerade mit einem Hammer, du. Wilder Anzündtreffer. Ja, Highroll auch. VZ kommt schon. Jo, kommt dran. Boah, Junge, Kanone, das muss aber jetzt nicht sein können. Wow, bitte. Da fährt so ein Waffenträger hinter uns gerade durch die Mitte raus. Ja. Er kommt immer näher. Noch in, eher, noch nicht weg. Wenn du eine HE hast auf ihn? Ne, ich hab grad noch eine Heat drin, dann lade ich eine HE. Aimt so. In eure Richtung? Ist okay, also One-Shot. Alles fein. Okay. Alter Katze, entspann dich! Lass die Tür ganz. Troller, echt. Wir gehen den pushen in EC. Ja, kommst du mit? Ja. Alter. Nice. Hey, ich komm gleich. Die anderen sind umgedreht, ja? Mann, Alter. Oh, hier, die Bachelor-Arti. Guter Schuss. Ja, der ging einfach vorbei, weil er vorbeiging. Ich bin gespottet worden. War das die Arti?
Ja, vorsichtig mit den TDs, ne? Ich weiß nicht, wie die aufgerückt oder wie weit die aufgerückt sind. Oh, wollen wir einfach entgegenfahren in TDs? Ich dachte, wir machen jetzt hier den E7. Ja, da verarzt sie den hier schon. Nee, diese Katze ist so hartnäckig, ey. Geduld Hälfte kennt die immer. Auch nicht. Oh. Ah! Wo kommt der denn auf einmal her? Problem. Ich komme dran. Ach, und der E3 steht da hinten. Okay. Einer da raus. Jawohl. He dead. Jawohl. Oh. Boah, die Grille, du, die hat aber geerntet hier, wa? Was hat die? 6K Damage? Hast du den noch getroffen? Den E3? Nee, hab ich nicht. Der stand da irgendwie so komisch heil down. Ist ja wie T so einfach so random in der Mitte auftaucht, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, der, ich glaube, der wollte davon profitieren, dass wir da gerade mit den Heavys gefightet haben, aber wir haben halt auch Augen im Kopf. Kurz auf C-Map und dann. Frupp. Ja, die Grille, du, die hat auch richtig losgelegt gerade in der Runde. Nö, ihr konntet beide ganz gut ernten da, ne? Jetzt verstehe ich das. Was ist das? Ja, der ist. Was ist denn das da auf seinem Dach? Ist das eine Tomate? Nee, was ist das? Ich frage mich, das ist eine Tatze, glaube ich. Guck mal, der Badger hat auch Ausschlag hier im Gesicht. Ich sehe gerade, wir haben eine Waffel dabei. Ein Waffel. Leo hinten auf A1. What? Er nutzt die Halldown-Fähigkeiten des Leos aus. Mhm. Gnadenlos. Ja. Kurz für einen Moment überlegt, ob ich da ranfahre beim Leo und 121er. I don't think so. Ich hab's mich dann doch nicht getraut. Ja. Okay, er traut sich aber andere Dinge. Alter, was kommt da denn alles? Aber alle richtig mies gelaunt hier. Ich gleich auch, weil die Atem nicht mal. 400. Alter, was mich noch mehr nervt als dieser fette Schaden, ist diese 80 Stunden Stun-Kacke. LOL! Wie ein Baseballspieler, Junge. Ach komm, hey, was ist das denn jetzt hier? Hey, dieser WZ, der pusht mich die ganze Zeit. Aber was will er denn von dir? Ich meine, er kommt ja da nicht weiter, oder? Ja. 277 hat die Schnauze voll. Weil der eher komplett. Hallo. Oh fuck, man.
Jagd der Gott. Das ist einfach. So macht er. Überall fliegen nur die Kellen. Ich weiß nicht, ob die beiden Stream-Sniper sind, aber ich glaube, das sind 277 und EN100 aus der Runde vorhin. Das sind Baboons, Junge. Deswegen wollten wir, das sind auch die Typen, die mich rausgejodelt, oder nicht rausgejodelt haben, die aber nur auf mich geschossen haben. Vielleicht sind das ja unsere Freunde. Vielleicht sind sie. Schürze nicht durchschlagen, was? Leo schießt noch hinten auf mich aus einer Ecke. Aber das ist mir egal. Ich jodel das 268. Gut. Er macht entspannte 0 Damage an meiner Seite. Lol. Jetzt werde ich gestunt auf unser Arty. Schön. Er ist der Bär, hallo? Ja, der Leo steht da oben drauf. Der steht irgendwo da hinten oben, genau. Ah, hä? Hä? Steht er mitten im Feld? Hm? Wieso kann ich da nicht hinschießen, Alter? Hier oben ist ja noch Johnny Rattenhals. Ich liebe den E7 so sehr, Alter. Ich hatte den fast vergessen. Guck mal hier. Tracked! Wie er rüberkommt. E7 ist und bleibt einfach der 10er Heavy. Sagst du? Ich bin einfach reingejodelt, du. Einfach drauf, immer ich gar auch. Nicht groß über potenzielle Gefahren nachdenken. Einfach rein. Meinst du, ich hab mehr gebounced als du? Ich weiß gar nicht. Es hat gar nicht viel auf mich geschossen, du. Also ich hab auch gar nicht. Ich hab's gar nicht groß drauf ankommen lassen. Guck mal, ich hab 3-5 gebounced, Junge. Ich hab 2-5 gebounced. Ja, auf 113er schießt man vielleicht eher nochmal, weil man denkt, da könnte man vielleicht pennen, ne? Sich dem BT auf eher. Hast du den jetzt echt gerade gepennt? Das ist meine AP auf den Jagdtiger. Das ist ein Jagdtiger, ne? Was meinst du? Wo steht der WT? J9? Nee. Der WT steht hier hinten. Er kann uns nicht alle wegflöten. Pusht ihn. Jetzt kommt ja so eine Maus. Ja. Ist auf jeden Fall ein interessantes Gefecht hier, muss ich sagen. Wie gesagt, da oben steht der WT drauf. Ja. Ah, 6,57, du übertreib, Mann. Ja, die haben jetzt alle ihre Premium geladen. Ist Olaf jetzt wieder am Ende von der Nahrungskette angelangt? Ja. Der 60er, du, der hat. Der 50er ist es ja, der packt über die Schellen aus hier. 6,57 ist er gerade gewollt. Junge, du.
Ich bin wie so ein Vollidiot vor gerade. Musst du nicht. 0 Damage da oben. Scheiße, ich hab gleich keine AP mehr. Weißt du, wer das war? Der Jagdtiger. Die Arti mit einer AP. Artig mit einer AP, du, natürlich. Also der Waffen steht da hinten, ist das confirmed? Ja, kann ich, das ist natürlich überlegt. Aber ich habe bis jetzt nur donated. Ich auch, du. Ich bin sehr gut gerade darin, mich zu donaten. Vielleicht lassen wir die Gegner jetzt erstmal ein Stück rankommen. Ja. Ich glaube dann, der 50er, der wird, glaube ich, langsam übermütig. Ja, genau, richtig. Das Heidscript man nämlich nicht, da können nämlich unsere TDs reinballern, mein Guti. Mein Gutsti. Olaf ist ein Community-Tank. Jeder kann mal. Richtig, da werden die HP mit allen geteilt. Oh. Jetzt geht's auch los hier, ja? Jetzt kommt Jumbo und die Hood. Ja, war halt bloß ein bisschen zu viel mit seinem Fazit. Oh, 704, Bruder, verpiss dich doch jetzt mal bitte, danke. Was ist das Ziel des Conqueror da hinten? Der steht schon die ganze Zeit da hinten, halt auch, und du schießt ihn einfach keiner. Die Maus halt auch, weißt du. Guck mal, der Conqueror, was machst du, Junge? Hey, wie kann ich den Ehrenhunderte nicht im ersten Kettenrad penetrieren? What? Komm, geh mal rein, Jens. Hat hier aber auch wilde Moves. Ich weiß, wo der WT steht. Ja, ein 100 hat sich zu uns umgedreht. Ach Mann, ey. Es hat sich ausgewackelt. Schade, Mann. Ich hatte ein richtig schönes Duell gegen den gegnerischen Ehrenhunder. Kommt aber auch mit diesen Trackshots, du. Was bringt das dir? Guck mal, da hinten. Ich glaube, den hast du blind getroffen. Nee, ich hab den gerade aufgemacht und getroffen. Oh, oder so, genau. Hi. Ach Gott, diese Gun ist manchmal aber auch ein Rattenteil. Alter. So. Schießt der Jagdtiger mit HE auf mich? Ja, ich glaube, der hat vorhin auch schon HE auf mich geschossen. Zumindest ist er Spezialist. Nein, jetzt biegt er da auch noch an. Alter, ich treff nichts, Mann. Die jetzt da einfach auf mich schon wieder pieken dürfen. Den Bock da, die Jungs, Chief und JT. 62er erklärt das jetzt mit denen, ja. Ein für alle Mal erklärt er das. Genau. Der Jagdtiger schießt jetzt sogar schon unspotted auf mich.
Die 62, wie weit wollen wir uns noch zurückfahren lassen? Jeder ist bereit, um den Waffel zu löschen, du. Er hat einmal auf mich versucht zu schießen, also minus eins auf mich. Er steht ganz links in der Ecke. Jawohl. Minus zwei, hat nochmal geschossen. Drei, hat nochmal geschossen. Da ist er jetzt schon mindestens minus vier. Ah, jetzt macht er mich. Okay, scheiße da. Thomas Steven. Alright, Thomas Steven. Dass er da stehen kann und nicht aufgeht, ist aber auch krass, oder? Naja, irgendwie so da drei Gebüsche hintereinander oder sowas. Und dann geht er erst auf 200 Meter oder so auf. Ganz wilde Runde. Habe ich den Blink getroffen? Ich glaube nicht. Runde. Ich glaube nicht. Auch wenn es aussah, als wären meine Schüsse verschwunden. Ja, ist okay. Ich habe es den Waffel gegönnt. Nicht blind gemacht. Schade. 7000 hast du gemacht. Mm. What? Oh, ich habe den Waffel nice. Geblindet, aber nur die Kette gecrittet, leider. Schade. Wie viel hast du? Achso, hast du. Nur die Kette für null. Ach, du hast ihn gar nicht. Du hast ihn gar nicht getroffen, oder was? Ich habe ihn getroffen, aber nur halt die Kette für null Schaden. Ach so, ich dachte, du hast jetzt da ihm irgendwie eine finstere Tausender gegeben. Nein, nee, ich wollte ihn da schön outplayen an der Ecke und habe auch gesehen, dass mein Schuss traf und dachte mir, oh ja, geil, ey, friss das. Und er dachte sich so, neuer HI-Mechanikus, Trollolol. Ey, was ich ja beim Waffenträger so richtig kackend dreist finde, dass man dafür eine Crew trainieren muss, ne? Ja, das hab ich auch. Ganz ehrlich. Und hast du Bond-Equipment eingebaut? Ja, ja. Das sind ja auch nochmal 600 Bonds, die weg sind. Aber gut, das ist. Ich dachte erst. Ja, ich dachte, es wäre verbuggt. Ne? Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es ein Standardpanzer wäre, weil ich komme gar nicht auf die Idee, weißt du? Das ja. Ich dachte, es wäre selbstverständlich, dass der als Premium oder als spezieller Panzer halt klassifiziert ist. Guck mal ganz kurz hier, ob der 1305 was aufmacht. Jawohl. Das spürt's was auch, ne? Aber das war auf jeden Fall sehr wild, als ich das gesehen habe. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Oha, Alter, hier wird ja direkt wieder. Oh, hier ist ja gut los. Hier ist ja schon wieder Rumble in the Jungle. Diese ganzen beschissenen kleinen Häuser hier, ne? Hm, so Hundehütten, ne? Ja, so unnötig, Alter. Also, wow, das ist blöd. Ist der in der Standard B schon hingefahren? Willst du mich verarschen? Krass. Wo der schon hingejodelt ist. Ich sehe es ja. Jopatski. Aber dem scheint es ja gut zu gehen, ne? Er chillt da jetzt erstmal. Ja. Da war auch kein Plan, dass er offen ist, glaube ich. Vor allem ist er tot jetzt. Guter Mann. Ich glaube, der gegnerische Leid ist auch hier. Ehrlicherweise. Nee, Quatsch. Der ist hier drüben bei mir. Seht ihr, Leute, wie mein Spiel gerade stottert? Was ist denn da? Lag das gerade an der Stelle hier auf der Karte, dass es da irgendwie, weiß ich, irgendwelche Probleme gibt? What the fuck? Junge, was? Was ist hier los gerade, ne? Der Ude ist. Oh no.
wenn ich die ganzen Typen hier mal sehe. Das 277, das 279. Erstmal die Kanone rumwiegeln. Was ist denn hier los? Ich hab nur Waffenträger gefunden, aber der war AFK. Waffenträger war AFK? Ich bin um die Ecke gefahren und da stand ein Waffenträger. Ich dachte mir erst, oh shit. Und dann war er AFK. Hit, okay. Naja, ein bisschen Spotting Damage, why not? Der war weh zur Sache hier gerade, ha? Junge, der. Just how I like it. Das 279 geht mir gerade ein bisschen auf den Keks, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wir können jetzt hier unten durchfahren einfach. Ja, ich bin auf der anderen Seite der Map, aber ich glaube, ihr könnt mitmachen, ja. Was stand da hinten noch? Conway, ne? Nee. Oh. Conway ganz in der Ecke oben. Ah, nur, ja. Sicher, ob unser Leiter das schon gecheckt hat, dass er jetzt hier eigentlich einfach durchfahren könnte. Scheiße, ich bin auch. Ach nein. Bruder, kommst du denn auf einmal her? Da steht eine E3 oben, let's go. Also die Runden haben irgendwie, ehrlicherweise, keine Ahnung. Die, genau, ja, ja. Aber guck mal, wir haben 6 Kills. Ja. Ich blick's halt einfach nicht. Was war das gerade, ey, schon wieder? Aber genau solche Runden hatte ich heute hier vor M&M auch gerade. Genau solche Runden, einfach komplettes Chaos und dann ist es nach 5 Minuten mit 15-2 vorbei. Ja, halt aber auch so, zum Beispiel der Standard B, wie selbstverständlich er einfach auf unsere Hälfte rüberjodelt und sich dann da völlig offen, ohne Deckung, neben das Boot stellt. Ja. So. Ja. Keine Ahnung. Oder da sind alle wie wild am Fighten und auf einmal kommt von hinten irgendwo so ein 268 um die Ecke gefahren und denkst, hey, kommst du denn jetzt her? Ja. Fahren wir hin. Wo willst du denn gerade hinfahren? Ja, ich hätte gerade überlegt, ob wir einfach crossen. Ja, würde ich auch vorschlagen. Könnte wehtun, aber... Ach, scheiß drauf. Bond wollte ich nicht anmachen. Ich habe geguckt, ob ich einen roten Ansatz habe. Hatte ich nicht und deswegen habe ich es gelassen. Ansatz macht auch den geringsten Unterschied, um ehrlich zu sein. Vielleicht haben die... Den einzigen T-54 Lightweight, der jetzt auch wirklich Light-Sache macht. Ja. Mhm. Ja, tatsächlich. Ist auch, oh, ich bin auch. Ja. Den einzigen Lightweight vom EU-Server mit Opfer. Ja, der, genau. Der einzige, der nicht auf Kampf spielt. Aber ich glaube, wir sind schnell durch. Ja, passt super. Ich wollte halt schnell da vorne ran, dass die gar nicht gut da Halldown spielen können. Naja, obwohl wenn wir zu weit, zu offensiv sind, dann bleiben sie bei G1 stehen, haben wir auch nichts gekonnt, ne? Also sollen wir hier stehen bleiben? Ich weiß es nicht, ich fahr einfach mal hier von ran und guck mal, was sie so machen. Naja, sag mal. Hier, guck mal. Ja,
der hat mich noch nicht mal gespottet. Steht ein Conqueror noch hinten. Da ist er. Ja, fahren wir einfach mal drauf, ne? Chief, denn der kann jetzt zumindest auf raus. Können wir rausnehmen. Guten Morgen, Gegner, hallo. Bin leider am Conqueror abgeprallt. Abgeprallt. Ich nehme den Chief. Kongara hat. Sollen wir jetzt umdrehen und durch die Mitte oder so? Ich weiß. Ja, sollten wir. Also wenn wir da weiter pushen, glaube ich, wird das nicht ja, erfolgreich enden. Die Schnauze. Ach, wo die. Könnten da unten den Chieftain, der da in der Senke ist, weglöten, oder? Ja. Ja. Ich frage mich gerade, was der, wo der Rest des Teams ist. Fehlt da noch ein bisschen was? Der Minotaur hält die Base. Da pusht keiner. 2685 steht auf jeden Fall in der Base. Der war noch nicht offen, aber der steht in der Base. Hat er gerade auf dich geschossen, oder? Ne, der hat auf einen anderen geschossen neben mir. Standard gekillt. Und der 57er fehlt noch. Wo rennen wir hin, Chieftain? Where are we going? Ja, zu uns. Aber der Minotaur fährt ihm schon entgegen. Ja. Außerdem pushen die da schon über die Brücke. Ja. Da ist auch der 57er. Da ist der 57er. Weiß nicht, jetzt hier hoch. Was würdest du jetzt machen? Hier hoch oder dem 57? Das machen die schon. I don't know. Das ist alles ein bisschen ekelhaft, ne? Ich habe größtes Vertrauen in den Mino. Ich meine, letztendlich könnten wir uns ein paar HP. Oder könnten wir mit unseren HP bis an den Felsen ranpushen, ne? Einfach vorwärts fahren jetzt. Wird zwar erstmal ein bisschen wehtun, aber wir haben genug HP, ne? Wir werden ja auch von denen hinter uns gecovert. Bleib 61, kann auf mich ballern. Ja, den können wir jetzt löten. Schön, machst du den Light. Ich nehme den Type, du machst da Sachen, ja, ich kill den Type. 3 Sekunden. Nice. Boah, es leckt gerade rum, wie scheiße doof. Ja, das hatte ich auch gerade. So komische Schüsse, ne? Ja. So nicht getroffen. Alles klar. Was hier nochmal angezündet? Uff. Arm X, hallo. Tschüss. Junge, du. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt. Also ich glaube, so mobilere, schnellfeuernde Heavys ist genau das Richtige für diese Jodelmeter. Ja, ist halt ein Meter, ne? Kannst du selber entgegenjodeln und. Einfach den Gegnern mal ganz kurz den Mittelfinger zeigen. Ja, das halt, sind halt die Meterpanzer. Ach, was nicht Bergpass ist. Ja, wie bitte? Ja, ich kleiner, wenn du auf Bergspaß, ich finde Bergspaß richtig scheiße, aber wenn du so einen schnellen Heavy oder mit, wenn du da einfach crossen kannst, dann geht's, finde ich. Ja. Wenn du aber den Gegnern das dann nicht schenkst, ja. Dennoch finde ich es halt so ein bisschen ausgelutscht, weißt du? Die Leute, das so dieses Base-Gekämpfe da, man crosst nicht mehr wirklich das Rumgestehe, also da ist irgendwie. Ja. Ja. Hast halt auch kaum Möglichkeiten.
Keepers, lass mich raten. Wenn du so einen Type 5 Heavy im Gegnerteam siehst und du weißt, du hast Heat, ist einfach immer so schön, ne? Ja. Oha. Jumbo ist schon da. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich hier in der Senke so richtig gut aufgehoben bin. Wie so ein Idiot. Was macht der 60er drüben? Rennen. T10 ist auch noch hier. Okay. Jetzt haben sie aber Bock hier, die Gegner. Ich fahre jetzt hier vor. Krach hier den VZ weg. Die 75 kommt mit. Ich will ja nichts sagen, aber das ist basically schon dran. Basically verkacke ich meine ganzen Schüsse. Ist auch krass, dieser AMX M4 Oberwanne, du. Holy shit, du von oben mit Heat drauf, pennt nicht. Krasser Shit. Bruder, jetzt fahr doch nicht vor mich, Mensch. Liebe Kanone, wird das noch was zwischen uns? Mit uns. Warte auf mich, Type. Lass dich nicht von Mailand ernten. Ich bin doch dein Freund. Ja. Nein! Aua. Junge, was die Runde ist komplett. Das war, also jetzt, in dieser Runde war das derbe dumm, da in die Senke reinzufahren. Ja, aber wer kann wissen, dass wir die Gegner einfach so überfahren? Ja, ja. Vom statistisch schlechteren Spawn oder der Seite. Kannst du wohl nicht reinrödeln gleich hier. Hat geschmeckt, ja. Naja, aber so können wir vielleicht mit dieser Kombo. Ich würde sagen, wir fahren einfach so lange weiter, bis wir verlieren. Wenn ich jetzt hier an der Runde nicht so richtig teilgenommen habe. Ja, also ich habe so viele Schüsse verkackt, peinlich. Das war schon zu einfach, weißt du. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht hier. Wow, ja, wie alle nochmal vorbeischießen hier. Einfach alle einen auf Stormtrooper gemacht. Ja, Leute, wie ratet ihr mein Aiming gerade in der Runde? Ich würd sagen, solide Boomer out of 10 waren das gerade, richtig? Was? Verlangt ihr ein Heavy wie Face oder Medium wie Charme, Geschick? Ja, wahrscheinlich eher ein Medium. Sollen wir dabei bleiben? Aber alles auf seine Art und Weise, sag ich mal. Erstmal.